Jo, meine Freunde, was geht ab? Maximum am Start. Heute mal mit einem ganz speziellen Video. Und zwar dachte ich einfach mal, ich nehme euch mit in mein kleines Reich, in mein kleines gemütliches Studio, in mein kleines Musikzimmer. Lasst euch mal dabei sein, wie ich einen Song produziere, beziehungsweise wie ich das Ganze aufnehme, sprich recorde, abmische. Erkläre euch ein bisschen was, zeige euch mal, wie ich das eine oder andere mache, wie ich verschiedene Einstellungen vornehme und so weiter. Ja, und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Der Song ist schon geschrieben, der ist fertig, den habe ich vor ein paar Tagen schon geschrieben. Der Beat ist gerade eben gekauft worden, den lade ich jetzt runter und dann geht's los. Also, ich hoffe, das Video wird euch gefallen, ihr werdet ein bisschen was lernen. Gerne ein Kommentar da lassen. Tipps und Tricks immer gern gesehen, als raus damit. Und ja, wenn euch mein Kanal gefällt, wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da. Also das ist der Daumen nach oben. Und noch besser ein Abo. Na, dann weiß ich auch, dass meine Arbeit irgendwo einen Sinn hat. Also ich danke euch und viel Spaß damit. Haut rein. Ciao, tschüss. Bis gleich. So, ich habe jetzt mein Cubase geöffnet. Hier ist mein Beat, natürlich in Wave-Datei. Den werde ich jetzt in meinen Cubase reinziehen. Das lasse ich hier so stehen, wie es ist. Es wird jetzt ein bisschen arbeiten, das Ganze. Und dann werde ich das Tempo einstellen, dementsprechend der BPM-Zahl, wie der Beat ist. Und so stelle ich auch das ganze Projekt ein. Das zeige ich euch sofort, wie ich das mache. So, hier ist der Beat. Ja. Ihr hört das Ganze, es läuft. So, und wir haben jetzt hier eine 79 BPM Zahl. 79 BPM, die passen wir dementsprechend an. Dafür gehen wir in Projekt Tempospur und stellen jetzt hier die 79 BPM an und dann ist das Ganze im richtigen Takt. Da. Dann ist es schon gemacht. Ich habe hier oben immer die Minutenanzahl stehen. Tja, gefällt mir einfach besser. Das sehe ich, bei welcher Minute ich bin. Ich gucke da eigentlich nicht so auf diese Takte, aber ja, mir wurde so erklärt, ich soll das so machen mit den BPM-Zahl, dass es einfach vorne und hinten passt. Also mache ich das. So, jetzt gehe ich in den VST, in die Geräte, VST-Verbindungen, nehme mein Mikrofon, meine Einstellung. Ich nehme mit einem Mikrofon auf, also Mono. So, und dann gehen wir jetzt hier mit Rechtsklick Spur hinzufügen. Ne, wir nehmen mit Mono auf, es kommt mit Stereo raus, das ist wichtig. Wir wollen ja einen Stereo-Sound. Und die Spur nenne ich Max Haupt. So, zack, da haben wir die Spur, färben die noch in Rot ein. Und jetzt kann es losgehen. Also. So, dann starten wir mal mit dem ersten Take. Der erste Take ist immer so, mal gucken, wenn der klappt. Wäre schon geil, weil der erste Take ist immer was ganz Besonderes. Gucken wir mal. Oh, ich bin am Schuften, bin kaputt, ich bin verbraucht, ich. Wie es mir vorkommt, manchmal wie in Auschwitz. Ja, ich weiß, das war ein schlechter Vergleich, es tut mir leid, aber mir fiel nichts Besseres ein. Oh, ein geiles Land, haben sie gesagt, Dicker, lüg nicht. Als freier Mann gehe ich ins Grab, doch ich fühle nichts. Mein Gefühl spricht ganz andere Töne. Es wird besser, halte durch, wird man lange vertröstet. Was mache ich noch hier? Ihr könnt mich ja alle mal kreuzweise. Ich bin weg, mache ein Jahr lang eine Kreuzreise. Einfach raus und das Ganze vergessen. Ich geb mir selber Applaus, denn ich lass mich nicht stressen. Ah, Augen auf und zurück an den Schreibtisch. Sehe ich noch mehr rot, werd ich verrückt wie ein Haifisch. Schlechte Zahlen hier und da, ich hab es satt. Ich lass mich nicht versklaven, darum mache ich einen Cut. Yeah! Na, das war doch schon ganz nice. Das war doch schon ein ganz nices Ding. Hören wir mal rein. Hören wir mal rein, das Ganze. Wichtig, das Ganze ist jetzt noch roh, unbearbeitet. Ich bin am Schiff, bin kaputt, ich bin verbraucht, ich. Wie es mir vorkommt, manchmal wie in Auschwitz. Ja, ich weiß, es war ein schlechter Vergleich, es tut mir leid, aber mir fehlt nichts Besseres.
mache ich noch hier? Ihr könnt mich ja alle mal kreuzweise. Ich bin weg, mache ein Jahr lang eine Kreuzreise. Einfach raus und das Ganze vergessen. Ich geb mir selber Applaus, denn ich lass mich nicht stressen. Augen auf und zurück an den Schreibtisch. Seh ich noch mehr rot, werd ich verrückt wie ein Haifisch. Schlechte Zahlen hier und da, ich hab es satt. Ich lass mich nicht versklaven, darum mache ich ein Cut. Yeah. Ja, schon sehr nice. Ich denke, ich bin damit zufrieden. Ich habe den ganzen Song ja schon öfter geübt, von daher, ich lasse den jetzt so stehen. Ich werde jetzt erst meinen zweiten Part noch aufnehmen, da ich von der Klangfarbe der Stimme jetzt gerade drin bin und den möchte ich beibehalten. Deswegen nehme ich jetzt Part 2 auf und ich melde mich gleich wieder, wenn ich dann zu den Adlibs komme, beziehungsweise zu den linken und rechten Spuren. Zeige ich euch gleich also. Bis gleich. So, die beiden Hauptspuren stehen. Die seht ihr hier. Jetzt kommen wir zu den linken und rechten Spuren. Ich will das Ganze noch ein bisschen verstärken, das Ganze ein bisschen voller machen. Darum machen wir, betonen wir die Reimsilben am Ende und verstärken das Ganze so ein bisschen. Dafür gehe ich wieder auf Spuren hinzufügen. Diesmal zwei Spuren und dann das Ganze Max, L und R. So, Stereo Out passt wieder. Das Ganze ist jetzt hier erschienen. Das färben wir auch wieder rot, das gehört ja zu der Hauptspur. So, und dann fangen wir mit Spur Nummer 1 an. Ich habe mir die Rhymes hinten, das was ich betonen will, unterstrichen. So weiß ich genau, wann mein Einsatz ist und ja, dann wird es schon schief gehen. Also, One Take, First Take. Ich platziere euch wieder mal so, dass ihr das beides hoffentlich seht. So ist zumindest der Plan. Ja. Und dann fangen wir mit linken Spur an. Ups, da wollen wir nicht anfangen. Wir wollen hier vorne anfangen. So, und Aufnahme. Ich bin verbraucht, ich. Manchmal wie in Auschwitz. Schlechter Vergleich. Besseres Sein. Digga, lüg nicht. Doch ich fühl nichts. Ganz andere Töne. Lange vertröstet. Alle mal kreuzweise. Ja, lange Kreuzreise. Ganze vergessen. Lass mich nicht stressen. Zurück an den Schreibtisch. Verrückt wie ein Haifisch. Ich hab es satt. Mache ich einen Cut. So, und die rechte Spur gleich hinterher. Ich bin verbraucht, ich. Manchmal wie in Auschwitz. Schlechter Vergleich, besseres Sein. Dicker lügt nicht, doch ich fühl nichts. Andere Töne, lange vertröstet. Alle mal kreuzweise, jahrelange Kreuzreise. Ganze vergessen, lass mich nicht stressen. Zurück an den Schreibtisch, verrückt wie ein Haifisch. Ich hab es satt, darum mache ich einen Cut. So, da, wo ich jetzt vielleicht doch nicht ganz gleich war, weil ich bei dem einen oder anderen doch ein Wort schon früher angefangen habe, da werde ich einfach noch ein bisschen zurechtschneiden. Aber es ist auch gar nicht so schlimm, wenn es nicht immer zu 100% gleich ist. Zumindest bin ich der Meinung. Das macht das Ganze noch ein bisschen lebendiger. Ja. Das war jetzt Part Nummer 1. Mit Part Nummer 2 werde ich das jetzt genauso machen. Und dann kommen wir zurück. Also bis gleich. So, kleine Planänderung. Da ich es eigentlich sonst auch immer so mache, werde ich es jetzt auch wieder so machen. Ich habe jetzt meine beiden Parts aufgenommen hier oben. Ich habe meine linke und rechte Spur drauf gemacht und ich werde jetzt erstmal hergehen und werde meine Hauptspur und die linke und rechte Spur mischen. Warum, weshalb ich das so mache, ist einfach der Grund,
Da habe ich schon mal ein Grundgerüst. Hör, ob das Ganze so passt, ob mir das Ganze so gefällt. Und ich stimme mich dementsprechend in die Hook ein. Weißt du? Dann wisst ihr, dann ist der Hauptding schon fertig. Ich habe einen geilen Sound und dann stimme ich mich für die Hook ein und dann baller ich nochmal eine Hook raus. Also, das ist der Grund, warum ich das jetzt mache. Ich habe das Ganze schon mal dementsprechend geschnitten, die Spuren, dass die alle schön abgeschnitten sind, dass man keine anderen Geräusche mehr hört natürlich oder die Vorhergeräusche. Habe das ein bisschen reingefadet und jetzt gehe ich in den Mixer. Also, wie gesagt, Rohmaterial. Ich mache das Ganze so, ich habe mir schon mal Inside-Effekte so gemacht, wie ich das ungefähr brauche. Maximum 1 ist das. Und da habe ich schon mal hier ein paar Grundprogramme oder ein paar Grundeffekte. Fängt an mit dem Studio Equalizer, geht zum Kompressor, zum Deesser, zum Gate, zum Maximizer und zum Studio Enhancer. Das ist auf meiner Hauptspur drauf von den Insert-Effekten. Da kommt natürlich noch mehr, aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal da drauf. Wir muten die linke und rechte Spur. So, machen wir das Ganze mal an. Ihr hört, es klingt schon ganz anders, schon deutlich lauter. Jetzt gehe ich in den Studio Equalizer rein. Ja, ich weiß, es war ein schlechter Vergleich. Es tut mir leid, aber mein, mir fiel nichts Besseres ein. Ein geiles Land haben Und sie machen wir den gesagt, Sound, wie er mir gefällt. ich. Als freier Mann gehe ich ins Grab, doch ich fühle nichts. Mein Gefühl spricht ganz andere Töne. Es wird besser als ich, Kompressor. hat man lange vertröstet. Was mache ich noch hier? Ihr könnt mich ja alle mal kreuzweise. Ich bin Der weg, Esser mache ein passt, Jahr lang Gate eine passt auch, da bin ich Kreuzreise. zufrieden, so wie das Einfach raus eingestellt und das ist. Ganze vergessen. Ich gebe mir selber Maximizer alles, denn ich auch lasse sehr mich nicht gut und Stereo stressen. Enhancer bin ich Augen auch auf zufrieden. und zurück. So, das ist schon mal das Grundprojekt, also die Grundeinstellung. Da wird sich mit Sicherheit noch das eine oder andere ändern, aber ich bin erstmal so zufrieden, wie es klingt. Jetzt gehe ich in den Mixer rein. Ich bin am Schuften, bin kaputt, ich Setze bin mir noch einen verbraucht. Kompressor Wie es und einen Limiter, kommt, dass ich nicht manchmal wie ein übersteuere. Auschwitz. Ja, ich weiß, es So, war ein noch ein schlechter Equalizer Vergleich. Es tut mir hinterher. leid, aber mein, mir fiel nichts Besseres ein. Ein geiles Land haben sie gesagt, Digga, lügt nicht. Als freier Mann gehe ich ins Grab, doch ich fühle nichts. Mein Gefühl spricht ganz andere Töne. Es wird besser, halte durch, wird man lange vertröstet. Was mache ich noch hier? Ihr könnt mich ja alle mal kreuzweise. Ich bin weg, mache ein Jahr lang eine Kreuzreise. Einfach raus und das Ganze vergessen. Ich geb mir selber Applaus, denn ich lass mich nicht stressen. Augen auf und zurück an den Schreibtisch. Sehe ich noch mehr rot, werd ich verrückt wie ein Haifisch. Schlechte Zahlen hier und da, ich hab es satt. Ich lass mich nicht versklaven, darum mache ich ein Cut. Ja, klingt doch schon mal sehr nice, das Ganze. Natürlich kommt dann noch mehr Effekte rein, aber das Grundgerüst steht jetzt erstmal. Jetzt gehe ich an die linke und rechte Spur. Dazu muss ich natürlich erstmal mir die linke und rechte Spur vom Kanal so einstellen, wie ich es haben möchte. Ich mache jetzt mal hier L60. Bei der Hook gehe ich noch ein bisschen weiter gerne raus, aber jetzt in dem Hauptpart mache ich links 60 und rechts 60. Das heißt, links sind 60% verlagert und rechts sind 60% verlagert, damit man ein bisschen einen Stereo-Effekt mehr rausbekommt. So, dann gehe ich auch wieder hier in meinen Insert-Effekt. Da habe ich Maximum 2. Da ist alles genauso wie beim Haupteffekt oder bei der Hauptspur, nur ich habe hier noch ein Mono to Stereo. Warum? Weil das Ganze nochmal vom Sound her etwas anders klingt, etwas abhebt und da habe ich einen schönen Kontrast zu der Hauptspur dazu. Kaputt, ich bin verbrauchte. So, auch da gehe ich wieder in den Studio Kaputt, ich bin Enhancer. verbrauchte. Wie es mir vorkommt, manchmal wie in Auschwitz. Ja, ich weiß, das war ein schlechter Vergleich. Es tut mir leid, aber mei, mir fiel nichts Besseres ein. Dich. Ich bin verbraucht. Manchmal wie in Auschwitz. Den ziehe ich mir Schlechter extra ein Vergleich. bisschen weiter runter, weil das soll ja nur im Hintergrund Besseres mitlaufen, das sein. Ganze, ne? Auch hier wieder Digga, lüg nicht. in die Mixkonsole. Doch ich fühle nichts. Auch hier mache ich Ganz wieder einen andere Kompressor Töne. und einen Limiter. Lange Und vertröstet. auch hier werde ich meinen Alle mal kreuzweise. zweiten Equalizer noch Ja, einstellen. lang ne Kreuzreise. Nehmen die Ganze Low vergessen. Cuts. Die High Cuts sind gut. Lass mich nicht stressen. Die sind nicht so extrem. Ich habe das auch Zurück gern, wenn an man den das ein bisschen, wenn Schreibtisch. die Höhen ein bisschen da sind. Das ist ja Verrückt schön. wie ein Haifisch. So, es gefällt mir erstmal so. Ich hab es satt. Kann man so stehen lassen. Mache ich einen Cut. So, was mache ich jetzt hier? Ich bin mit der linken Spur zufrieden, also mache ich jetzt hier eins. Ich kopiere mir die Effekte und füge die dementsprechend auf die rechte Spur ein.
dann spare ich mir einfach den Arbeitsschritt. Die beiden linken und rechten Spuren sind jetzt gleich eingemischt, eingestellt, beide gleich gemischt und so habe ich auch einen gleichen Sound, versteht ihr? So, hören wir uns das Ganze mal im Gesamten an. Ich bin kaputt, ich bin verbraucht, ich, wie es mir vorkommt, manchmal wie in Auschwitz. Ja, ich weiß, das war ein schlechter Vergleich, es tut mir leid, aber mei, mir fiel nichts Besseres ein. Ja? Ein geiles Land haben sie gesagt, Digga, lüg nicht. Als freier Mann gehe ich ins Grab, doch ich fühle nichts. Sehr schön. So, natürlich will ich das Ganze noch ein bisschen lebendiger haben. Also gehe ich her und werde noch einen Sendeffekt machen. Dazu muss ich rechtsklick, Effektspur, Spur hinzufügen. Jetzt muss ich gerade selber überlegen, in den Effektkanal. Ich möchte jetzt hier ein Roomworks, ein Hall, reinnehmen. Das Ganze ja, kann jetzt hier auch auf Stereo stehen, aber es kommt ja eh Stereo out raus. Also ich stelle es jetzt hier auch auf Stereo ein. So, nenne das Ganze Hall. Und mal Spuren hinzufügen. Jetzt habe ich einen eigenen Effektkanal erstellt. Den Mix regle ich hier auf 100 hoch. Wir lassen es erstmal so stehen, wie es hier steht. Und gehen jetzt her und nehmen diesen Roomwork-Effekt in meine Hauptspur mit rein. Da habe ich ihn, den Hall, stell den ein. Ich mache mal Solo. Bin kaputt, ich bin verbraucht. Ihr hört es. Wie es mir vorkommt, manchmal wie in Auschwitz. Ja, ich weiß, das war ein schlechter Vergleich. Es tut mir leid, aber mei, mir fiel nichts Besseres sein. Ah, ein geiles Land haben sie gesagt, Dicker, lüg nicht. Als freier Mann gehe ich ins Grab, doch ich fühle nichts. Mein Gefühl spricht ganz andere Töne. Es wird besser, halte durch, wird man lange vertröstet. Was mache ich noch hier? Ihr könnt mich ja alle mal kreuzweise. Ich bin weg, mache ein Jahr lang eine Kreuzreise. Einfach raus und das Ganze vergessen. Ich geb mir selber Applaus, denn ich lass mich nicht stressen. Ah, Augen auf und zurück an den Schreibtisch. So, jetzt haben wir einen kleinen, bin kaputt, ich bin kleinen Halt drin. Bin kaputt, ich bin verbraucht, ich, wie es mir vorkommt, manchmal wie in Auschwitz. So kommt das Ganze einfach ein bisschen lebendiger. Ich werde es bestimmt noch ein bisschen drehen, aber ich zeige euch jetzt einfach mal das Grundgerüst. So. Natürlich ist es mit einem Hall noch nicht getan, sondern ich will ja auch noch ein Delay reinpacken, ein bisschen ein Echo, dass das Ganze noch ein bisschen lebendiger wirkt. Also machen wir noch einen Effektkanal. Dafür nehmen wir ein Mono-Delay. Oh, nein, das war das Falsche. Effektkanal, ein Mono-Delay wollten wir. Das Ganze nennen wir Echo. Echo, Echo. Und machen den hinzufügen. Hier mache ich gerne mal einen Vierteltakt. Das ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Da kommt das Ganze ganz schön immer rüber. Wir stellen jetzt auch hier wieder den Mix auf 100. So. Und gehen jetzt aber her und nehmen die linke Spur. Und nehmen da den Sendeffekt, den Echo. Schalten den ein. Ich schalte mal auf Solo. Ich bin verbraucht, ich bin verbraucht, ich bin verbraucht. Ihr hört das Ganze? Manchmal wie in Auschwitz. Schlechter Vergleich. Besseres sein. Digga, lüg nicht. Doch ich fühle nichts. Ganz andere Töne. Stell das mal auf minus 13. Und auch hier machen wir noch ein Roomwork mit rein. Ein Echo. Ja, lang eine Kreuzreihe. Ich bin verbraucht, ich. So, jetzt. Ich bin verbraucht, ich. Manchmal wie in Auschwitz. Schlechter Vergleich. Besseres Sein. Und stellen den mal auf minus 12. Okay. Das Ganze mache ich jetzt eben dementsprechend auch für die rechte Spur. Da gehe ich jetzt aber in meinen Mixer rein. Kopiere mir die Sendeffekte und hau die auch auf die rechte Spur. So, mal gucken, wie das Gesamte klingt. Bin kaputt, ich bin verbraucht, ich. Wie es mir vorkommt, manchmal wie in Auschwitz. Ja, ich weiß, das war ein schlechter Vergleich. Es tut mir leid, aber mei, mir fiel nichts Besseres ein. Ah, ein geiles Land haben sie gesagt, Digga, lüg nicht. Als freier Mann gehe ich ins Grab, doch ich fühle nichts. Sehr schön. Was wir jetzt noch machen, die Lautstärke von den linken und rechten Spuren ein bisschen runterdrehen.
dazu drehe ich die einfach mal so auf minus 3,3 Dezibel. Ich bin kaputt, ich bin verbraucht, ich, wie es mir vorkommt, manchmal wie in Auschwitz. Ja, ich weiß, das war ein schlechter Vergleich, es tut mir leid, aber mir fiel nichts Besseres ein. Ah, ein geiles Land haben sie gesagt, Digga, lüg nicht. Als freier Mann gehe ich ins Grab, doch ich fühle nichts. Mein Gefühl spricht ganz andere Töne, es wird besser, halte durch. Ja, sehr schön. Die Lautstärke ist angepasst. Und jetzt mache ich das Ganze noch mit der rechten Spur, beziehungsweise dadurch, dass meine beiden Effekte oder alle drei Spuren auf dem gleichen Kanal sind, ist dementsprechend natürlich auch die rechte Spur jetzt schon sie gemixt. Sie wollen uns erzählen, dass es jedem hier gut geht. Sie kommen in dein Schädel und sie legen ein Blutsee. Zu spät gegen eure Maschen bin ich resistent. Ich lass mich nicht verarschen, kämpf mit Waffen für die Existenz. Ihre Pläne sind brutal, diese Menschen sind blutrünstig. Wir sind ihnen egal, doch ich bekämpfe sie zukünftig. Ich bin der eine, der die Masse bewegt. Ich bin der eine, der so langsam diese Sache versteht. Und ich lass mich nicht gehen, denn ich kack auf Befehle. Ihr habt mich lange gequält, purer Hass aus der Seele. Doch nun schlage ich zurück und es wird härter denn je. Gewinn die Masse Stück für Stück, merke mein Herz. Ne, also die rechte Spur oder der zweite Part ist jetzt natürlich dementsprechend auch schon gemischt. Da muss man immer ein bisschen gucken. Wenn ich jetzt natürlich komplett anders gerappt hätte, hätte ich da schon nochmal eine eigene Spur machen müssen. Aber dadurch, dass ich von der Grundfarbe, von der Stimmlage gleich geblieben bin, konnte ich das jetzt eben so machen. Jetzt kommen wir zurück. So, damit ihr wisst, wie der Plan ist. Ich habe vor, also 6 Spuren insgesamt für die Hook zu machen. Meine Hauptspur für die Hook. Dann lege ich gerne immer noch mal ein bisschen eine tiefere Stimme drunter, auch als Hauptspur. Dann mache ich eine linke Spur, eine rechte Spur und noch mal ein Echo links und rechts dann dementsprechend. Ja, fangen wir mal an. Mal gucken, wie es wird. Das war nicht ich, das war mein Stuhl. Nur für denjenigen, der jetzt hier unterstellt, ich habe gefunzt. Okay, habe ich auch. Ein Spaß. Also, let's do it. Jeden Tag das gleiche, Mann, wir schaffen uns ab. Wir tragen dieses Leid, in der Nacht sind wir wach. Doch ich mache einen Cut, sie wirken unzufrieden. Willkommen bei den Hungerspielen. Jeden Tag das gleiche, Mann, wir schaffen uns ab. Wir tragen dieses Leid, in der Nacht sind wir wach. Doch ich mache einen Cut, sie wirken unzufrieden. Willkommen bei den Hungerspielen. So, jetzt kommt meine Tiefe hinterher. Jeden Tag das gleiche, Mann, wir schaffen uns ab. Wir tragen dieses Leid, in der Nacht sind wir wach. Doch ich mache einen Cut, sie wirken unzufrieden. Willkommen bei den Hungerspielen. Jeden Tag das gleiche, Mann, wir schaffen uns ab. Wir tragen dieses Leid, in der Nacht sind wir wach. Doch ich mache einen Cut, sie wirken unzufrieden. Willkommen bei den Hungerspielen. Sehr schön. Linke Nummer 1. Die mache ich jetzt wieder höher. Jeden Tag das gleiche, Mann, wir schaffen uns ab. Wir tragen dieses Leid, in der Nacht sind wir wach. Doch ich mache einen Cut, sie wirken unzufrieden. Willkommen bei den Hungerspielen. Jeden Tag das gleiche, Mann, wir schaffen uns ab. Wir tragen dieses Leid, in der Nacht sind wir wach. Doch ich mache einen Cut, sie wirken unzufrieden. Willkommen bei den Hungerspielen. Mann, Mann, Mann. So, rechte Spur. Jeden Tag das gleiche, Mann, wir schaffen uns ab. Wir tragen dieses Leid, in der Nacht sind wir wach. Doch ich mache einen Cut, sie wirken unzufrieden. Willkommen bei den Hungerspielen. Jeden Tag das gleiche, Mann, wir schaffen uns ab. Wir tragen dieses Leid, in der Nacht sind wir wach. Doch ich mache einen Cut, sie wirken unzufrieden. Willkommen bei den Hungerspielen. Sehr schön. Und jetzt das Echo. Da kommt jetzt nicht allzu viel. Werdet ihr gleich hören. Ich will da nur die letzten zwei
Silben immer betont. Unzufrieden. Hunger spielen. Unzufrieden. Hunger spielen. Mann, Mann, Mann. Und nochmal. Unzufrieden. Hunger spielen. Unzufrieden. Hunger spielen. Sehr schön. Das heißt, so wie ich das recorded habe, gefällt mir das Ganze erstmal. Jetzt mache ich das Ganze wie gerade eben mit der Hauptspur und der linken und rechten Spur wieder. Und ich zeige euch das Ganze mal, wenn es fertig ist. Also bis gleich. So, das Ganze steht. Ich habe es schon zurechtgeschnitten. Hört es euch gerne mal an. Ich häng grad hier, jeden Tag das gleiche, Mann, wir schaffen uns ab. Wir tragen dieses Leid, in der Nacht sind wir wach. Doch ich mache einen Cut, sie wirken unzufrieden. Willkommen bei den Hungerspielen. Jeden Tag das gleiche, Mann, wir Was jetzt gleich auffällt, es übersteuert ein bisschen, aber nicht die Aufnahme. Also hier habt ihr dementsprechend euren Mixer. Na, ich rede jetzt, deswegen hört ihr es, hier schlägt es aus, das Ganze ist das Mikrofon. Das übersteuert aber nicht, das habe ich eingestellt. Auch meine Spuren, ich mache mal an. Hier übersteuert nichts, alles schön im Pegel drin. Aber hier seht ihr im Endprodukt, hier übersteuert es. Das liegt aber an dem sehr lauten Beat. Dagegen müssen wir natürlich noch was tun. Also auf dem Kanal hier läuft alles zusammen und der übersteuert. Immer wenn es über die 0 Dezibel Grenze geht, übersteuert das Ganze, wird dann auch immer rot. Ihr seht, es schlägt immer aus. Was machen wir dagegen? Wir nehmen Insert Effekt. Da habe ich einen Effekt geladen. Das ist einfach nur ein Limiter. Ein Limiter, der sorgt dafür, dass das Signal jetzt nicht über 0 Dezibel rausgeht. Am besten stellt ihr das so auf minus 0,2. Das heißt, da hat man ein bisschen Luft. Oder minus 0,3, irgendwie sowas. Ich mache jetzt mal 0,2. Das heißt, der steuert das jetzt so, dass hier nichts mehr über diesen Pegel hinausgeht. Ich mache das Ganze mal jetzt an. Ich häng grad hier, jeden Tag das gleiche, Mann, wir schaffen uns ab. Wir tragen dieses Leid, in der Nacht sind wir wach. Doch ich mache einen Cut, sie wirken unzufrieden. Willkommen bei den Hungerspielen. Jeden Tag das gleiche, Mann, wir schaffen uns ab. Und ihr seht, es bleibt schön im Pegel drin. Doch ich mache einen Cut, sie wirken unzufrieden. Willkommen bei den Hungerspielen. Sie wollen uns erzählen, dass es jedem hier gut geht. So läuft das Ganze. Sehr, sehr schön. Im Großen und Ganzen ist der Song jetzt eigentlich fertig. Ich werde jetzt trotzdem noch mal in Ruhe durchschauen und mal gucken, ob ich noch irgendwo was reinbauen kann. Und dann werdet ihr es gleich erfahren. So, ein letztes Mal zurück. Warum sage ich eigentlich immer ein letztes Mal zurück? Ich meine, ihr habt das ganze Video ja wahrscheinlich am Stück geguckt und ihr wart ja nie weg. Aber ich mache ja immer wieder auf Pause, ne? Deswegen ein letztes Mal zurück. Oder einfach, es geht weiter. ich habe noch eine kleine zwei Strophen, also zwei Spuren noch auf die zweite Hook mit dazu gepackt. Die klingen folgendermaßen. Jeden Tag das gleiche, Mann, wir schaffen uns ab. Wir tragen dieses Leid. Also was Tiefes noch mit dazu. Doch ich mache einen Cut, sie wirken unzufrieden. Willkommen bei den Hungerspielen. Jeden Tag das gleiche, Mann, wir schaffen uns ab. Wir tragen dieses Leid, in der Nacht sind wir wach. Doch ich mache einen Cut, sie wirken unzufrieden. Willkommen bei den Hungerspielen. Tja, und so ist das Ganze entstanden, meine Freunde. War schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns. Einen schönen Abend. Einen schönen Tag, wie auch immer. Haut rein. Maximum ist raus.
Jetzt wird das Ganze erstmal exportiert. Ciao, tschüss. Peace. Haut rein. Servus.